Die nächste Verwandlung umgibt uns alles. Es ist eine Verwandlung in der Natur. Wir erleben sie jedes Jahr und sie gibt uns ein Gefühl dafür, wie die Zeit verstreicht. Denn jedes Jahr im Herbst verändern die Blätter ihre Farbe. Normalerweise sind die Blätter an den Bäumen ja grün. Aber zum Jahresende, wenn es Herbst wird, dann verändern die ihre Farbe. Da werden manche Blätter zum Beispiel erst gelb, manche auch rot. Wie kommt das? Also gehen wir erstmal der Frage nach, wo ist denn das Grün in dem Blatt zu finden? Also dazu nehmen wir uns mal ein Blatt und gucken uns das mal ganz genau an. Wir machen hier einen Querschnitt von so einem Blatt. Den legen wir gleich unter das Mikroskop. Das macht Kerstin, die heißt übrigens richtig Frau Dr. Kerstin Brachholt. Und wenn man jetzt durch das Mikroskop durchguckt, dann sieht man von diesem Querschnitt oben und unten so eine Schicht, die interessiert uns nicht, aber in der Mitte ist es ganz grün.